Sie ist das Flaggschiff der freien Welt. Das ist schon unbeschreiblich, wenn man hier neben einem startenden Jet steht. Der Boden vibriert, es ist unfassbar laut. Sie ist die ultimative Waffe. Sie ist das größte und teuerste Kriegsschiff, das jemals gebaut wurde. Die USS Gerald R. Ford. Und es ist absolut beeindruckend, mit welcher Präzision der Pilot hier gleich eines der drei Fangseile erwischen wird. Sizilien, unweit der Stadt Catania, zu Füßen des Ätnas. Bild-Chefreporter Sebastian Prengel ist auf dem Weg zum größten Flugzeugträger der Welt. Wir sind jetzt hier an der Sigonella Airbase auf Sizilien und von hier aus starten wir gleich mit einer Grumman Greyhound Propellermaschine auf zum teuersten Schiff der Weltgeschichte. Es ist das gigantischste Kriegsschiff aller Zeiten, aber wir müssen natürlich erstmal hinkommen und der Flug dahin, der wird so ungefähr 2 Stunden dauern. Sicherheitseinweisung. Die Landung auf einem Flugzeugträger ist nicht ungefährlich. So it's gonna kind of feel like any normal landing. The only difference is you guys are sitting backwards. So kind of different than an airline. You're not gonna really have a reference for which way the airplane's going. Don't worry. It's very standard. We've done a lot by this point. So it should be a very comfortable ride getting out there. Weil der Träger immer in Bewegung ist, weiß niemand, wie lange genau der Flug dauern wird. Es ist heiß, eng und dunkel. Wer am Fenster sitzt, hat Glück. Es gibt nur eines pro Seite. Hier im Flugzeug ist es wirklich extrem laut. Also mit dem Komfort eines normalen Linienflugs hat das hier rein gar nichts zu tun. Und wir sind auch festgezogen, können uns kaum bewegen. Das ist aber deshalb wichtig, weil die Landung extrem hart wird. Das heißt also von 220 auf 0 geht es in ungefähr 2 Sekunden. Nur die Piloten können den Flug genießen. Doch dann beginnt der Landeanflug. Und schließlich kommt das Zeichen. Dann ist es schließlich geschafft. Wir stehen auf dem größten Kriegsschiff der Welt. 4.539 Frauen und Männer beherbergt die schwimmende Stadt. Es braucht 2 Atomreaktoren, um sie mit Energie zu versorgen. Die USS Ford ist eine Waffe der Superlative. Allein die Maße sind gigantisch. Das Schiff ist 337 Meter lang, fast 80 Meter hoch. Das war eine harte Landung und was man jetzt hier direkt sieht, das ist ein Labyrinth dieses Schiffes. Es geht hier eine Leiter runter, noch eine Leiter, noch eine Leiter. Und wenn man sich hier nicht auskennt, dann kann man sich sehr schnell verlaufen. Das ist einfach riesengroß.
Für ihre aktuelle Mission hat die Ford über 75 Flugzeuge an Bord. Vor allem Kampfjets vom Typ F-18 Super Hornet, dem unverwüstlichen Arbeitstier der US Navy. Hier im Hangardeck werden die F-18 Kampfjets gewartet, repariert, aber auch mit riesigen Zusatztanks und Waffensystemen bestückt. Und wir hören über uns auch immer wieder das Donnern der startenden Maschinen. Und wir schauen uns hier einmal um und wir sehen es ja hier, eine F-18 neben der anderen. Das sind schon sehr imposante Bilder. Zurzeit ist die USS Ford Flaggschiff des NATO-Manövers Neptune Strike, führt eine alliierte NATO-Flotte in der Adria an. Der Kommandeur ist unser Gastgeber. How close are we to a new Cold War? I think the I'm not the right person to comment on a question like that. Our job is to be very proficient and interchangeable as a NATO alliance, so that no one has any question about the strength of the NATO alliance. That is our job out here. I'll leave the rest to the politicians. Okay, thank you very much. Es geht hinaus auf das Flugdeck. Live und aus nächster Nähe werden wir den Start einer Staffel Kampfjets erleben. Hinter uns macht sich gerade ein F-18-Kampfjet für seinen Einsatz bereit. Wir schauen uns das einmal genauer an. Das Katapult wird fertig gemacht und dann beschleunigt der Jet innerhalb von wenigen Metern auf die Startgeschwindigkeit. Und das Dröhnen der Turbinen, das nennen die Amerikaner Sound of Freedom. Sound of Freedom, der Klang der Freiheit. Rund 30% mehr Starts und Landungen kann die USS Ford mit weniger Personal bewältigen als die Schiffe ihrer Vorgängerklasse. Das ist schon unbeschreiblich, wenn man hier neben einem startenden Jet steht. Der Boden vibriert, es ist unfassbar laut. Und natürlich ist das eine Machtdemonstration in Richtung Wladimir Putin, auch wenn die NATO hier ganz diplomatisch von Abschreckung und Verteidigung spricht. Fast 10 Jahre dauert der Bau des Megaschiffes. Weitere 10 Jahre dauert es, bis das Schiff einsatzbereit ist. Hochgeschwindigkeitstestfahrten gehören dazu genauso wie Schocktests. Mit riesigen Unterwasserexplosionen wird dabei getestet, wie das Schiff auf extreme Belastungen reagiert. Erst danach beginnen die Flugtests. Vor allem die neuartige Katapult- und Landeanlage wird extremen Tests unterzogen. Am Ende belaufen sich allein die Baukosten auf 13 Milliarden Dollar. Insgesamt 36 Milliarden Dollar sollen am Ende für Forschung und Entwicklung aufgewendet worden sein. Wir sind mit Christoph Hille verabredet, der ist in Hannover geboren, jetzt Amerikaner und kümmert sich um Schleudersitze und Klimaanlagen von Kampfjets. Das ist für Cabin Pressure, also hier für die Druckversorgung der Kabine für unsere Piloten. Ein Testgerät, wo wir praktisch simulieren können, dass wir in 15.000 Fuß fliegen und die verschiedenen Tests machen können, ob eben unser System einwandfrei arbeitet. Christophs Arbeitstag beginnt um 4.30 Uhr und dauert 12 Stunden. Für ihn der Traumjob. Ist ja ein riesiges Schiff. Wird man hier auch schon mal seekrank? Merkt man das schon mal, dass man die Wellen ein bisschen stärker sind? Oder ist immer bügelt der Schiff alles glatt?
Nee, wie gesagt, ab und zu merkt man es jetzt schon, oder merkt man es schon. Jetzt zur Zeit hier gerade in der Adria nicht wirklich, weil die Wellen wirklich sehr flach sind. Wirklich richtig seekrank ist ab 5 Meter Wellenbewegung aufwärts. Was eben nur im Nordatlantik auch mal passieren kann. Können denn dann bei so einem Seegang dann auch noch Flugzeuge starten und landen? Kommt drauf an, je nach Wetterlage. Wie gesagt, ist aber auch möglich. Aber meistens aus Vorsichtsmaßnahmen wird dann eben davon abgesehen. Okay. Leben, Arbeiten, Freizeit, all das geschieht auf der USS Ford zwischen Kampfjets. Also es ist ziemlich ungewöhnlich, einen Hund auf dem Flugzeugträger zu treffen. Kannst du uns mal erklären, was damit auf sich hat? Ja, das hier ist Sage. Sie ist unser Therapiehund und sie begleitet uns jetzt das erste Mal. Das ist das erste Mal, dass sie hier auf dem Schiff mit dabei ist und uns eben rund um die Uhr betreut und gibt uns eben mal ein bisschen Abwechslung. Und sie kommt eben rum zu Besuch und zaubert jedem ein Lächeln aufs Gesicht. Jetzt muss ich mal ganz doof fragen, es gibt hier keine Wiese auf dem Flugzeugträger. Wo macht der Hund sein Geschäft? Sie ist irgendwo untergebracht und sie haben wohl den Bereich für sie so gestaltet, dass es eben wie nach Rasen aussieht. Okay. Also praktisch hundegerecht gehalten wird. Sie hat eben ihren eigenen Bereich und dann tut sie eben das Schiff ab und zu. Super. Hier auf der Brücke wird das Schiff gesteuert und wir sehen hier im Hintergrund die drei Männer, die haben das Ruder in der Hand und die führen hier die Befehle des Captains aus und bestimmen natürlich dann halt auch, welchen Kurs das Schiff nimmt. Und wir hören im Hintergrund immer wieder dieses donnernde Dröhnen der F-18 Kampfjets, die starten hier und landen. Und das zeigt natürlich, dass man auf diesem Schiff immer arbeitet. Hier hat man nie seine Ruhe. Die Soldaten, die sind hier jederzeit einsatzbereit. Die ersten F-18 kommen jetzt von ihrem Einsatz wieder zurück und wir schauen einmal hinter mich, da ist eine Maschine im Anflug und die Geschwindigkeit, die liegt ungefähr bei etwas über 200 km/h und es ist absolut beeindruckend, mit welcher Präzision der Pilot hier gleich eines der drei Fangseile erwischen wird. Seit Mai 2023 befindet sich die USS Gerald R. Ford auf ihrer ersten Mission.